So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Das ist für mich nicht neu. Ich habe das privat ohne Aufnahme durchgespielt einmal. Und unser Ziel ist es nicht, irgendwelche Achievements zu kriegen oder sonst irgendwas, sondern es einfach nochmal zu schaffen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Das heißt, wir machen einfach einen fixen Playthrough und ich hoffe mal, dass ich es nochmal so wie gestern hinkriege. Also, neues Spiel. Kingdom, das allererste. Es gibt ja inzwischen zwei weitere. Kingdom New Lands und Kingdom Two Crowns. Und ich werde dann auch irgendwann Kingdom New Lands spielen. Aber jetzt erstmal ein neues Spiel hier. Ja, yes. Licorice. Das muss man als Lesbärse machen. Raw Fury. Nordic Game Program. Man muss, ja, ne? Und das ist es. Für alle, die es nicht kennen. Es ist toll. Also. Jawohl. Ich bin hier die Königin und ich muss meine Krone vor der Gier retten. Hier ist Kingdom und es zerfällt. Ich bin die Königin in einem nicht existenten Inselstaat und ja, meine Aufgabe ist es, mit Hilfe meiner Untertanen, die ich mir kaufe, mit Gold, was so rumliegt. Naja. Egal. Wir entfachen das Feuer. Zack. Wir geben den beiden jeweils Gold. Und schon haben wir es. Dann geben wir dem zwei. Oh, ja. Warum kann der nur einen Bogen machen? Hallo? Ist da jetzt was kaputt? Hallo, Bogen? Achso, hier. Ah, ich muss nachher mal kaufen. Alles klar, mache ich normalerweise nicht. Das ist toll. Okay. Ach, dann bauen wir eine Mauer. Gut, das Tutorial hätte ich überspringen müssen, aber egal. Ja, jetzt darf ich endlich den roten Bogen kaufen. Ja, den brauche ich aber nicht, aber egal. Ich mache das jetzt mal. Oh, das war ganz schlecht. Das heißt, es war so schlecht nicht. Weil ich kriege das von ihm hier. Gold und von ihm hier. Und was wir jetzt machen müssen ist, unsere Stellungen aufbauen, ausbauen, mehr Soldaten finden. So, und naja, Gold sammeln. Okay. Jo. Ah, ich muss auch gerade. Haha. Informationen aktualisieren. Genau. Okay, wir brauchen Gold für mehr Bögen. Einen Bogen haben wir hier übrig. Mal gucken, ob der andere schon irgendwas macht. Also wir haben hier nur einen Bogenschützen. Wir bräuchten einen zweiten, der hier dann. Naja. Gut. Dann würde ich sagen, mit dem einen Gold, was wir haben. Vielleicht kriegen wir noch ein zweites von dem Bogenschützen. Nein, der will nicht mehr. Aber von dem, gut. Bevor wir einen zweiten Bogen, einen dritten Bogen machen, schauen wir mal, wo der nächste. Genau. Noch zwei Rekruten. Das Wichtigste sind Rekruten. Ja, also. Wir müssen uns gegen. Wieso kommt da noch einer? Hallo? Oh, das ging aber schnell. Ja, komm, dann schieß doch. Das schafft ihr doch, ja. Genau. Wir müssen also praktisch uns gegen. Ja, komm, geh. Gegen nächtliche Angreifer verteidigen. Das geht am besten, indem wir Mauern bauen und Bogenschützen anhören. Ja. Es ist ein Strategiespiel der einfachsten Machart. Und wir schauen uns jetzt einfach mal den ersten Angriff an. Ich guck mal, von wo der kommt. Na, wo seid ihr? Dale. Das ist also unser Feldlager. Da kommt keine. Dann kommen die von der anderen Seite. Haben wir da schon einen Bogenschützen? Ich hoffe doch.
Immer die Hälfte, das aber auch keiner. Ah doch, da kommen sie. Das sind die Bösen. Zack, die sind sehr schnell tot und es ist im Moment auch nur einer. So. Das war's eigentlich. Mhm. Nur wird es halt eben immer größer und immer schwerer, wie alles. Was ich jetzt dringend brauche, ist, naja, Gold. Ich krieg gleich noch ein bisschen Gold hier von diesem Feuer. Ich finde die Grafik total fantastisch. Genau, das ist meine... Ja, hier. So, und damit machen wir zwei Bögen. Bögen sind immer wichtig. Ein Handwerker reicht erstmal. Und wir schauen mal, ob da nochmal neue Leute... Ah ja, auf Geld warten. Diese Bettler, das werden unsere Soldaten. Mhm. Das Ding hat vor, zu der Zeit, als es dann rauskam, wirklich also Standards gesetzt. Dass man mit einfachen Mitteln ein wirklich tolles Spiel basteln kann. Das ist beruhigend, das ist einfach gemacht. Am Anfang haben wir natürlich Geldprobleme. Hat er noch Blumen auf Vorrat? Nein. So, mal schauen. Unser Jäger hier, ob die ein bisschen Jagdglück hatten, ja. Da kommt nicht so viel. Okay, dann lassen wir das mit den Rentieren mal sein. Und bauen einfach die nächste Nacht nochmal ein paar Bögen mit dem Rest unseres Geldes. Als hätte ich es nicht gesagt. So, und ihr? Habt ihr nochmal was gefangen? Oh, das ist richtig gut. Dann gibt es noch mehr Bögen. Und da es noch früh am Tag ist, also die Monster kommen immer nachts, werde ich schauen, ob ich nicht irgendwie noch... Na, er versucht es halt. Da ist noch einer, jawohl. Ich kann die alle gut gebrauchen. Im Wald wird es immer automatisch dunkel. Und hier ist auch keiner mehr. Wir können mal ganz kurz gucken, ob da irgendwas Interessantes kommt. Aha, nee. Oh. Dann. Ah, da ist noch einer. Die spawnen da regelmäßig. Und wie gesagt, das ist jetzt in keinster Weise blind, sondern ich habe das gestern nach vielen, vielen Versuchen einmal geschafft durchzuspielen und oh, ich habe gar kein Gold mehr. Oh, und da kommt auch die Nacht. Da sollten wir uns vielleicht hier verstecken. Gucken, haben die was für mich? Nein, doch. Oh ja. Das heißt, wir können noch mehr Bögen machen. Wir kriegen ja wieder Steuern, sobald... Oh, das reicht nicht. Wir kriegen ja wieder Steuern, sobald die Nacht vorbei ist. Habt ihr was für mich? Nichts. Ach, seid ihr arm. Mann, Mann, Mann. Gut, die sollten jetzt eigentlich auf der Seite kommen, oder? Mhm. Och, nö. Jetzt muss ich dem natürlich nochmal neues Geld geben. Damit er auch wirklich reinkommt. Naja. Er war zu langsam. So, dafür ist der Angriff vorbei. Wir schnappen uns das Gold aus der Truhe, sobald es kommt. Ich wollte es immer schon spielen. Jetzt habe ich es einfach mal angefangen und habe gemerkt, es liegt mir wirklich. Also es ist wirklich toll. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Kingdom New Lands, was ich auch schon habe. Das gab es, glaube ich, irgendwie kostenlos, wenn man sich das da gekauft hat oder so. So, zack. Und neue Rekruten. Hm, nicht nur das, sondern wir schnappen uns auch noch zwei weitere Bogenschützen. Na, komm her, komm. Jawohl. Und dann gibt es hier wieder... Nein, kann nicht den Baum wegmachen. Den ersten Baum vor dem Lager niemals wegmachen.
dann schauen wir mal, was die anderen Bogenschützen machen. Und ganz wichtig ist, also diese Mauer wird jetzt erstmal die letzte sein, die hier entsteht. Also können wir da gerne, genau, ein bisschen ausbauen. Der kriegt noch einen Bogen. Jetzt gucken wir mal, ob die uns vielleicht dann doch noch was zu liefern haben. Hier die Mauern dürfen wir ruhig klein halten. Okay. So, dann müssen wir hier echt mal anfangen. Eins. Oh, eins. Okay. Wir warten jetzt hier mal ein bisschen, bis der Baumeister kommt, weil wir kriegen für jeden Baum nochmal Geld und das reicht dann, um weitere Bäume einzureißen. Weil wir müssen uns hier links weiter vorarbeiten, weil wir irgendwann eine Farm haben wollen, weil Farm bringt richtig viel Geld. Lieber Hammermann, wo bist du? Ach, da baut die eine. Ja, da ist er, jawohl, komm her. Und beeil dich, wir müssen wieder zurück, bevor der Dinkel kommt, genau. Bevor es dunkel wird. Am Anfang ist Geld natürlich immer ein Problem. So, jetzt lassen wir das Pferd grasen. Es will nicht, es ist satt. Gut. So, mal schauen. Können wir hier jetzt schon? Oder können wir noch weiter? Reicht das noch? Ach, wir probieren es. Genau. Die drei und dann hauen wir ab. Dann wieder zurück. Komm. Okay. Na komm, beeil dich. Beeil dich, habe ich gesagt. Und das ist genau das Problem. Es ist immer so eine kleine Timing-Sache. Ich muss jetzt mal hier eine Geldmünze übrig lassen. Und noch eine. Nein, geh weg. Gut. Weil momentan ist mir dieser kleine Bauer ein bisschen mehr wert als diese einzelnen Goldmünzen. Das heißt also, ich habe mit meinem Gold diesen Angriff praktisch selbst zurückgeschlagen. Was auch bedeutet, dass wir... Oh, hallo. Dass wir hier weitermachen können. Neue Bogenschützen. Zwei. Dann gucken wir mal, ob wir... Ja, die haben ein bisschen was. Drei Stück, ich brauche aber vier. Warten wir doch auf die Truhe. Wir sind an Tag 5. Und jetzt gibt es noch was ganz, ganz Wichtiges. Das ist der sogenannte Blutmond. Alle 5 Tage gibt es einen Tag mit etwas größerem Angriff. So, ich lasse hier, weil da gleich noch einer kommt, es kommen nicht immer zwei, eine Münze noch liegen. Ah, da ist er schon, genau. Und wir rüsten erstmal auf. Ja, klingt unschön. Aber es muss halt sein. Es fehlen noch ein paar Elemente, die wir noch nicht kennen. Ach, ich merke gerade, Farm geht auch tatsächlich erst. Oh, guck mal hier, die jagen. Für ein Kaninchen gibt es auch ein schönes Gold. An alle Veganer da draußen. Ne, komm, es sind Pixel. So, mal schauen, was das Vorderste ist, was wir machen können. Und in der Richtung sollen wir immer so weit vor wie möglich. Mhm.
Und es sind wirklich die paar Meter, die mir auch wirklich was ausmachen. Oder ich würde sagen, nee, wir machen das lieber hier. Weil dann. Weil da brauchen wir gleich zwei. Da hätte ich gern schon ein bisschen bessere Mauer. Eine richtig gute geht noch nicht. Ich glaube, das ist das höchste der Gefühle. Aber es erweitert unser Gebiet in diese Richtung deutlich. Das geht im Moment auch gar nicht besser. So, jetzt macht er das Ding dann noch weg. Wir gucken mal ganz schnell, was es hier gibt. Erstmal sehr, sehr wenig. Da wäre der erste Bauernhof. Da sind wir aber noch nicht so weit. So. Oh, gut, okay. Das war ein bisschen Last Forge. Beeilen wir uns mal. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon dunkel wird. Trollele. Dich kriege ich. So, alles klar, wir sind in Sicherheit. Und da kommt da der Böse. Echt nur einer? Ah ne, da sind die anderen. Und schon freuen wir uns. Dann das gleiche Spiel wie immer erstmal. Investieren an Bögen, was irgendwie geht. Okay, ah ja, genau, die können wir ruhig ausbauen, weil. Ja, weil. So, den anderen auf dem Rückweg. So. Du noch. Dann wie immer legen wir hier noch einen hin für den nächsten, der gleich kommt. Und das gleiche hier. Okay, der nimmt einen Bogen. Bogenmäßig ist das super. Und da ist auch nochmal die Schatztruhe. Unser Ziel, unser nächstes Ziel jetzt ist tatsächlich einen Bauernhof zu machen. Dafür graden wir hier erstmal unser Vor ein bisschen auf. Und versuchen jetzt in dieser verbleibenden Zeit hier noch mal ein bisschen voranzukommen. Gold hilft da sehr. So, bevor wir einen Bauernhof bauen können, müssen wir dahin im Prinzip einen neuen Außenposten bauen. Das geht aber natürlich erst, wenn der Onkel hier Angst, dass das nächste schon eine Blutmond wird. Ach, da ist er ja, genau. So, jetzt schauen wir mal. Darf ich schon? Na, da nicht. Vielleicht da. Regen hilft nicht wirklich, weil. Ja, was ist denn? Warum darf ich nicht? Darf ich hier? Dann nehmen wir es hier. Schaffst du das alleine noch, bevor der Blutmond kommt? Ist es der Blutmond?
Der rote Mond, der ist also wirklich, ja. So, und dann können wir hier eigentlich auch schon anfangen mit dem ersten Bauernhof. Und den kräden wir auch schon gleich auf zwei auf. Jetzt schauen wir mal, kommt der Blutmond, ist er rot? Wir sehen ihn im Prinzip gar nicht. Wir haben unser erstes, das sieht nicht nach Blutmond aus, ist da. Wir haben auch schon jede Menge Bogenschützen, das heißt also kein größeres Problem. Jetzt müssen wir unser Gold so ein ganz kleines bisschen zusammenhalten, weil wir haben jetzt einen funktionierenden Bauernhof, das ist super. Aber der soll ja Kohle bringen. Und der bringt Kohle, richtig viel Kohle. Ich muss mal das Pferd ein bisschen ausruhen lassen. Es wird jetzt Zeit einmal. Einfach, weil es so aussieht, ja. Für den weiteren Hammermann. Führen nochmal zwei Bogenschützen. Dann schnappen wir uns hier diese Truhe, die gleich kommt. Bevor wir da großartig irgendwas anderes machen können und sollen, je nachdem, wie viel da reinkommt. Ah, da kommt einiges rein. Sehr schön. Jawohl. Gut, das ist schön. Wird hier wieder kräftig rekrutiert. Ah, da sind diesmal zwei gleich am Start. So, eins, zwei. Und eins. Nach Möglichkeit wirklich niemals das hier auslassen. Weil darum geht's. Wir brauchen Männer. Manpower. Und jetzt tatsächlich geht es darum, das hier nochmal eins weiter auszubauen. Was recht teuer ist. Aber dann entsteht hier, denke ich mal, genau das da. Wir können für unseren Bauernhof die ersten beiden Bauern machen. Nummer 1. Ja, komm, mach dich auf den Weg. Gut. Den Rest zack hier rein. Und wir schauen dann gleich mal nach, ob wir vielleicht hier schon ein bisschen was kriegen. Weil wir ja grundsätzlich alles an Gold brauchen. Wir sind hier schon ziemlich weit gekommen. Das heißt, also in Sachen Ausbau müssten wir jetzt mal langsam ein bisschen langsam. Langsam ein bisschen langsam machen, ha? Ja, vor allen Dingen, weil die jetzt wirklich, na, nicht die Helden sind. So, ich versuche mich mal hier jetzt ein bisschen vorzutrauen. Aha, das ist gut. Die beiden, die nehmen wir dann auch noch mit. Immer gut. Was mir wichtig ist, wir brauchen noch einen zweiten Bauernhof. Oh, einen Händler, aber wir haben kein Gold mehr. Das Ding hier müssen wir ausbauen. Dann dürfen wir nämlich Steinwände machen. Aber wir brauchen jetzt erstmal Gold. Einen guten Weg zum Gold haben wir jetzt schon gemacht. Den Händler werde ich jetzt nicht mehr verwenden, habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Oh, aber ich glaube, heute kommt der Blutmond. Das hier sind Hochstände für Bogenschützen, aber die okkupieren einen Bogenschützen dauerhaft. Warum rennt ihr? Du sollst nicht rennen, du sollst mitkommen zu deinem Bauernhof hier. Hallo. Ist heute der Blutmond? Ist der Blutmond? Ich glaube, das ist der Blutmond. Das wird jetzt ein bisschen heftiger. Ich weiß natürlich nicht, von welcher Seite die kommen. Da ist er. Es sieht ganz aus, als würden sie nicht von dieser Seite kommen. Das heißt, wir müssen rennen, 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 damit wir mal sehen, was da passiert bei dem Blutmond. Das ist ein bisschen heftiger. Ja, der versteckt sich, warum auch immer.
So, ist hier schon Blutmundzeit? Nee, wir haben ihn, glaube ich, verpasst. Das heißt, wir sind so gut ausgerüstet, dass wir diesen großen Ansturm gar nicht sehen. Okay. Aber warum? Okay. Du. Der nach dir kommt. Und auch der nach dir kommt. Habt ihr noch mal ein bisschen was für mich? Dafür reicht's nicht. Aber gleich. Also, niemals außer Acht lassen. Wir brauchen. So, was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum die Jungs und Mädels nicht. Doch, der geht. Aha, sie kommen. Super. Jetzt haben wir bald keine Goldprobleme mehr. Können jetzt auch, nach dem Blutmond ist es immer sehr ruhig. Hier auch schon mal. So, den einen lassen wir. Habe ich jetzt gerade? Nee, habe ich nicht. Gut. Den Händler nehmen wir nicht. Der Händler hat immer random für 3 Gold 4 Instrumente da. Das ist zwar vom Preis-Leistungs-Verhältnis richtig gut. Obwohl ich brauche eigentlich von allem, also könnten wir den sogar nehmen. Komm. Gut, komm, wir nehmen ihn trotzdem. Ja, es dauert immer so ein bisschen. Nee, du gehst nicht weg. Komm mal her. Reicht's hierfür? Das wäre toll. Nee, wahrscheinlich nicht. Komm noch einer. Hä? Ich weiß jetzt nicht, ob wir zeitmäßig da ganz gut aussehen. Vor allem, weil der ja noch eins braucht. Habt ihr noch? Ein, zwei brauche ich. Nein. Ihr habt alle nichts mehr. Das ist super. Aber dafür wird hier schon schön bestellt. Da müssen wir damit noch mal ein bisschen warten. Da kommt ja noch einer. Super. So, lassen wir das Pferd mal fressen. Dann kannst du mich weiter galoppieren. Brauchst nicht. Na doch, das braucht doch. So. Was machen wir? Oh. Wir sind genau richtig. Gut. Entschuldigung. Da kommt jetzt im Moment nichts. Also kommen die von der anderen Seite. Oder ich piek mal ein bisschen vor. Ja, nee, da kommt nichts. Gut. Aber wir brauchen Leute. Immer Leute, 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 Leute. Und immer das Gleiche. Einen gleich. Und der eine kommt ja gleich nach. Wir warten jetzt mal auf die, genau, auf die Kiste. Mache dann schnell noch mal zwei Bogenschützen und schauen dann mal, ob wir zum weiteren Ausbau vielleicht schon ein bisschen Gold von den hier. Noch nicht.
Du auch noch nicht? Wann kommt ihr? Wann seid ihr fertig? Nicht? Nein? Ihr? Oh, das war echt traurig. Hallo. Okay, die jagen momentan nicht so furchtbar viel. So, dann werden wir noch ein paar Leute rekrutieren. Und wie immer gleich die nächste Münze hinterher. So, das lohnt sich nicht wirklich, oder? Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Schauen wir mal, ob jetzt hier ein bisschen was geht. Ja, jetzt hier, ne? So sieht das denn aus, wenn wir Bauern haben. Ja, das ist dann schon ein bisschen andere Mengen. So, dann schaue ich doch mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Wetter jetzt wirklich aussieht, aber die ziehen sich noch nicht zurück. Und das Gute, na gut, dann gibt es mir halt her. Das Gute an diesem komischen Denkmal ist, oh nein, dass man es wirklich nur, zack, das wird sofort. Ich muss mich jetzt nur ein bisschen beeilen, was gar nicht so leicht ist. Hallo. Okay. Ich bin geschützt. Sehr schön. Weil ab sofort können wir Steinmauern machen. Wie die aussehen? Das zeige ich euch dann gleich. Na, jetzt könntest du doch. Nein. Oh, aber er hier, er bringt mir vorbei. Gut. Das zeige ich euch gleich in der nächsten Folge, die sofort im Anschluss kommt.